Hallihallo, liebe Freunde, ich bin's wieder, der Chili hier zu The Legend of Zelda Skyward Sword. Wir sollen mit dem ollen Meister da sprechen, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Es geht um den Vogel. Badezimmer. So, wo sind die Schlüpper von Zelda? Was ist das da? Ein Fenster. Okay. Jo. Ja, ein wahrer Held geht mit Klamottenwagen. Ist das eine Ente? Sieht aus wie eine Ente. Gut, alles gut. Okay. Wir suchen jetzt diesen komischen Potato. Wie ist das so? Potato? Das Zimmer. Warum kann ich da nicht rein? Ich habe das Gefühl, dass ich hier verkehrt bin. Kann man eigentlich noch rollen oder so? Oder wurde das jetzt komplett durch Sprinten ersetzt? Ich bin nämlich gerne durch die Gegend gerollt. Aber ich weiß gerade nicht, wo der... Wer bist du? Eigentlich ist das Aufschließen der Tür nicht meine Aufgabe. Trotzdem habe ich mich überreden lassen. Mit dir, Chili. Ich muss ihn anders schmieren. Was ist mit dir, Chili? Du siehst unruhig aus. Das kann doch nicht sein. Dein Wolkenvogel ist verschwunden. Tut mir leid. Ich war bis eben in der Schule. Ich habe nichts mitbekommen. Chuchu weiß über Vögel am besten. Ja, das wissen wir, dass der über... Ich möchte nicht in die Übungshalle, ich möchte... zu dem Meister, aber ich weiß nicht, wo der wohnt. Kann ich hier wieder Rupies finden oder so? Nein. Du hast ein Herz gefunden. Mit dem kannst du dich heilen. Nicht rein, scheinbar. Ich mag diese Insel hier, aber... Chill doch. So. Ich kenne, glaube ich, an Orte, wo ich noch gar nicht hinkommen sollte, was mir nichts bringt, aber ich es trotzdem tue, da ich nicht weiß, wo ich hinkommen soll. Vogel. Ja, da komme ich nur später mit Schwert rein. Doch, die kann ich dann ganz, ganz viel später runter tauchen und schwimmen und alles. Okay. Tauchen an sich können wir scheinbar nicht. Jo, was hier? Keine Rubine. Nein, bist du putzig. Auch wenn das alles hier noch zum Inselabenteuer gehört, hier sage ich jetzt mal zum... Ja, weiter kann ich nicht. Ich will jetzt hoch. Danke. Ich habe keine Ahnung, wo ich hin soll.
letzten Part nicht wirklich aufgepasst, wo ich hin soll. Da und steht jemand, der kann mich nicht helfen. Warte mal, Chili. Du hast mir einen Gefallen. Der Baum da. Kannst du ihn mit Hilfe von Ballattacke. Renne auf den Baum zu bewegen. Ich hab grad dich. Achso. Okay. Hehe, gut gemacht. Da ist er. Mein Wolkenhirschkäfer. Halt! Rubies. 5. Gut, zwar nicht, dass man wirklich jetzt damit schneller ist, aber... War er da oben das vielleicht? Was ist los? Oder wie habe ich ihn gesprochen? Was ist los, Chili? Du siehst nicht gut aus. Was? Dein Wolkenvogel ist verschwunden? Das ist schlimm, aber du weißt ungefähr, wo er ist, oder? Du willst ihn jetzt suchen gehen? Aber die Zeremonie beginnt doch gleich. Andererseits, ohne Vogel wärst du bei der Zeremonie sozusagen vogelfrei. Verzeihung. Vielleicht ist das die Strafe dafür, dass du meine Bitte ignoriert hast. Wie dem auch sei, der Direktor ruft nach mir. Ah, ich verstehe. Na gut. Mach dir keine Sorgen um die Zeremonie. Finde erstmal deinen Wolkenvogel. Achso, ich möchte hier mit dem Typi reden, genau, der hier drin war, hier, der uns alles übers Vögeln erklärt. Ich weiß gerade noch nicht, wo das ist. Ritterschule. So. Hey, was machst du denn noch hier? Ist das dein Ernst? Du hast deinen Vogel gerufen und er ist nicht gekommen? Dein Schutzvogel ist nicht gekommen. Also erstmal redest du wirklich übers Vögeln und du sagst auf jeden Fall dreimal, dass mein Vogel nicht gekommen ist. Ja. Ich habe ja schon vieles gehört, aber so etwas hätte ich niemals für möglich gehalten. Du musst dir allerdings keine Sorgen machen, mein Freund. Ich werde einen Weg finden, dir zu helfen. Allerdings wird das etwas dauern. Wie wäre es, wenn du inzwischen mal am Dorfplatz umhören würdest? Dich tun. So. Ja, Auftrag bekommen. Gehe zum Dorfplatz, Toilette. Wichtiger Raum. Das muss jetzt sein. Eine Schüssel und jemand hat gespült. Gründliches Putzen ist weh. Redet er? Link, es kann reden. Cool, ich kann so weiterlaufen. Hihi. Was unbedingt nicht schnell ist, aber einfach mal nett. Ich möchte auch nicht ins Zimmer des Direktores. So. Dieses Spiel wurde ja von der Benotung von, ich weiß nicht genau, wen das war, entweder Play Massive oder, Spiegel...
Spiele oder so, die Abteilung. Ich weiß gar nicht mehr genau, wo das war. Mit der Wertung 2,4. Ich will doch nicht darüber. 2,4 beschrieben. Ich will mal sehen, was ich dazu zu sagen habe. Bis jetzt gefällt es mir super. Du hast unsere Klamotten an. Ich will die auch haben. Du hast ein Schwert. Ich will es auch haben. Ich werde jetzt einfach mal Richtung Marktplatz gehen, wie mir schon aufgetan wurde. So. Jetzt gegenpusten oder was, damit sich die Windmühle dreht. Was bist du hier? Natürlich stehen hier keine Schilder dran und wir können wie in gewohnter Zelda-Manier einfach in die Häuser rein und die Leute nerven. Ich liebe diese Musik in den Häusern. Oh, du bist der Chili. Heute ist es endlich soweit. Freust du dich schon auf die Vogelreiter-Zeremonie? Wenn du gewinnst, kannst du in die Oberstufe aufsteigen. Hier im Wolkenhort gibt man erstmal als Erwachsener. Wenn man das Reiten eines Wolkenvogels beherrscht. Und ich weiß gar nicht, was los ist. Ich stotter ja wie sonst was. Schlimm. Ihr Jungspunde, die ihr Ritter werden wollt, müsst natürlich noch viel beherrschen als das. Aber auch wir unterziehen uns stets verschiedenen Übungen und lernen so Vogel zu reiten. Bla. Aber wo ist mein Vogel hin? Dumm, ich will meinen Vogel haben. Das ist jetzt hier der Marktplatz oder was ist das hier? Beziehungsweise Dorf. Ja, sieht sehr danach aus. Katzim. Das war ganz schön hart, Babo. Der hat sich gewehrt. Wie noch etwas. Naja, dieser Kaminrote. Diese Kaminroten sind eben hart im Leben. Selten. Sind. Warte mal, ich gebe ihn eine andere Stimme. Aber dort, wo er jetzt ist, kommt er so schnell nicht wieder raus. Hey, Chili! Stehst du schon lange hier? Was willst du denn? Ach ja, heute ist ja die Vogelreiter-Zeremonie. Du wirst mich bestimmt fragen, ob ich dich gewinnen lasse. Mach's dir wohl schon in die Hose. Du wirst wohl gemeinsam mit Zelda die Zeremonie auf der Statue der Göttin begehen. Was? Na, hab ich recht? Der hat komische Augen. Ich mag ihn. Da bist du bei mir aber an dem falschen geraten, Brüderchen. Börschchen, nicht Brüderchen. Ja, Börschchen. Das wird ein prächtiger Sieg für mich werden. Ha! Oh? Was sagst du da? Ein rotes Flughütchen lässt sich nicht blicken. Was da wohl passiert ist? Vielleicht ist es ja weggeflogen. Das blöde Viech. Die drei Sachen. Weiß ich nicht.
Ich werde gewinnen. Ha, meinst du wirklich? Nun, die Zeremonie ist heute und so ganz ohne Vogel. Seit wir Kinder waren, hat sich Zelda und immer nur für dich interessiert. Oh nein, jetzt fängt sowas an. So Rosenkrieg-mäßig. Jeden Tag habt ihr euch getroffen, während unser Sein darauf gewartet hat, einen Blick von ihr zu erhaschen. Du hältst dich wohl für etwas ganz Besonderes, was? Glaubst du wohl, dass unsere Regeln hier für dich nicht gelten, hä? Mit deiner Arroganz ziehst du den Ruf unserer Ritterschule in den Dreck. Wer zieht hier was in den Dreck? Zelda. Ich also. Ich mag sie. Bardo. Bardo. Hast du etwa schon wieder auf Chili abgesehen? Wir sind doch alle Schulkameraden. No. Wie kommt es, dass du immer Chili niedermachst? Ich. Was ist los? Raus damit! Also, ich. Ach, vergiss es! Also dann, Chili, wenn du heute nicht teilnimmst, bleibst du vielleicht noch sitzen. Die haben eine coole Pose, sie erinnern mich an mir in die Guinea Force. Falls dein rotes Hühnchen, auf das du so stolz bist, nicht wieder auftaucht. Diese drei Kerle, vielleicht wissen sie, wo dein Wolkenvogel steckt. Aber selbst wenn sie würden es uns niemals sagen. Uns bleibt nur, selbst nach ihm zu suchen. Chili, ich werde dir helfen und von der Luft nach deinem Vogel suchen. Mein Vater unterhält sich gerade mit Meister Tator. Sie werden die Vogel bei der Zeremonie wohl verschieben. Also keine Sorge. Du bist ein Schatzmädel. Und da ist eine Leiter. Und was machen wir mit Leitern? Wir erleitern sie. So. Ja. Erst einmal drum rumgehen und gucken. Dann gehen wir gleich, falls hier nichts sein sollte, zum Friedhof. Nicht in der Hoffnung, die haben noch meinen Vogel verbuddelt, aber eher in der Hoffnung, mal was Interessantes zu lesen. Guck mal. Lesen. Mit Licht von dem Held, der helle Schein, die Hymne der Göttin spielt, der Weg gewesen. Hier in der Mitte stehen und dann später irgendwie was machen. Um hier von der Insel zu kommen. Einfach mal auf. Ein ganzes Herzen weniger. Sag mal Herzen, ein ganzes Herz an. Jedenfalls welche. Ja, komm, nee, ich möchte nicht mit euch reden. Sorry Leute, ich muss mich gerade muten. Ja, ich hatte gerade einen Gag im Video.
Und mein Bildschirm macht mal wieder wachsen, deswegen muss ich einfach kurz gucken. Ja. Und ich sehe, wir haben gerade schon wieder ein bisschen überzogen. Deswegen, wenn wir uns hier ins Gebüsch stellen und tarnen, können nicht mehr krabbeln. Doof. Bewegen, Spritzen. Ja, ist gut. Bis zum nächsten Mal, Freunde. Tschüss.